So, herzlich willkommen zurück zu Freitagsfolge. Ja, die letzte Folge war doch ein bisschen kurz geworden. Die waren gerade mal 22 Minuten. Aber gut, jetzt habe ich genau auf die Uhr geguckt. Das heißt, ich werde jetzt genau, wo wir angefangen haben und kann garantiert auch wieder 50 Minuten zu früh Schluss machen. Ha, easy. ja. Kommt halt vor, kann man nichts gegen tun. Was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Dafür haben die Folgen ein Informationsgehalt von mindestens 3 Stunden. Mindestens 3 Stunden. Aber sowas von. Okay. Ja, auf los geht's los. Initialisiere Blöcke. Na dann initialisier mal. Langweilig. Was? Ah, geht doch. So. Genau, Tür. Die Frage. Glas? Ja, nein. Ich habe offen gesagt, keine Ahnung. Weil ehrlich gesagt, also das Hotel ist ja sowieso ein bisschen kleiner. Und da nochmal extra die beiden Räume hier abtrennen voneinander mit einer richtigen Glasfront. Ich schätze mal, das lohnt sich halt einfach nicht. Nee. Okay. Wir machen einen Kompromiss, bitte. Wir machen tatsächlich Glas, aber wir machen die Glasdinger und auch ohne Türen. Deswegen auch die in der Mitte. Wir machen hier tatsächlich einfach ohne Türen so eine offene Trennung. Dass das natürlich wieder. Ach, leck mich doch am Arsch. Ungefähr, nein. Ungefähr so. Nein. Sieht so kacke aus. Hey, ich lasse einfach komplett offen. Ich lasse einfach komplett offen. Weg mit der ganzen Scheiße hier. Danke. So sieht es viel besser aus. Okidoki. Das heißt, wir können jetzt erstmal Taschen ausleeren. Hab schon so viel Glas gesehen. Ich kann das nicht mehr sehen. Das ist ja Katastrophe. Die Frage ist, wohin das mit dem ganzen Scheißglas? Ich habe keinen Plan, wo wir jetzt den ganzen Glasdreck hin sollen. Ja. Wissel du was? Ich mach mal einen Kompromiss. Ich tun mal sagen, das kann kombiniert werden. Ich tun mal sagen, wir können ein Stack aufheben, ja. Aber die anderen beiden, die feuern wir weg. Einfach because ich habe keinen Bock auf die Dinger. Die verschwenden so viel Platz. Und nein, und ich will die nicht mehr sehen und bitte weg damit. Wie gesagt, ein Stack können wir aufheben. Für den Fall der Fälle. Vielleicht brauchen wir es doch noch irgendwann mal. Ne? Aber ansonsten eher nicht so. Also, wo ist denn jetzt da? So, da haben wir jeweils, ne, ein bisschen noch übrig. Genau, hier haben wir nochmal auch das Glasblock. Die brauchen wir jetzt derzeit auch nicht mehr. Dann machen wir mal so. Dann machen wir mal so. Na, mal so. Nee. Nee, ach doch, komm. So, so und so. Sehr schön. Okay. Die Dinger, die können wir eigentlich rekombinieren. Nein, können wir nicht. Das wäre Materialverschwendung, weil, wie gesagt, beim Rekombinieren haben wir Verluste. Oder eigentlich schon beim Erstellen. Beim Rekombinieren nicht, aber beim Erstellen. Wobei kann man so oder so sehen. Also ist eigentlich. Eigentlich doch, eigentlich beim Erstellen, also beim Zusägen, hat man hier Verluste in dem Moment. Okay, never mind. Worum geht's jetzt? Genau, wir brauchen Stein. Und zwar relativ viel. Ich klatsch mal ganz kurz meine Taschen leer. Nee, komm, warum eigentlich? Lass ich mal einfach alles so. Im Gegenteil, ich mache die Taschen sogar noch voller. Das kommt rein, das kommt rein, das kommt rein. Das kommt rein. Jo. Easy.
So, was dann auch noch weg kann, bist du auch und du auch. Ach ja, Blaubeeren, das Schönste auf der Welt. Warum sind die so gelb? Das Witzige ist, wenn man die Farben invertieren würde, also RGB invertieren meine ich jetzt, dann wären die Trommeln sogar gelb. Ha! Ja gut, macht zwar keinen Sinn, aber das interessiert ja keinen. Scherzfrage, Gegenfrage. Ohne das Video zu pausieren, welche Farbe hätten die Sträucher, wenn man die Farben RGB invertieren würde? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rosa. Also, dass ihr das nicht wisst, Leute, schämt euch. Schämt euch. Das nicht zu wissen. Gibt es eigentlich für Matches einen RGB-Filter? RGB-Filter, so ein Farbinvertierungsfilter? Wäre eigentlich mal eine gute Frage. Gibt es überhaupt irgendwie Filter, sowas wie Nachtsichtgerät? Nee, ne? Ich wüsste auch gar nicht, ob sowas in Matches überhaupt geht, ob dafür die Shader überhaupt funktionieren würden. Weil nicht umsonst gibt es auch kein buntes Glas. Beziehungsweise es gibt zwar buntes Glas, aber das ist halt nicht bunt. Also das macht halt, ne? Also, wobei doch buntes Glas gibt's. Ja, doch, eben, das gibt buntes Glas. Das heißt, es müsste an sich funktionieren. Ah. Na, ist auch egal. So, was wir brauchen ist, genau, Stein haben wir alles. Brauchen wir bloß noch Mese. Da haben wir gar nicht mehr so viel von. Okay. Ja, davon haben wir früher viel zu viel gemacht. Das ist komplett, Fiberglas, Alter. Was soll man mit dem Scheiß? Kannst du in die Tonne treten, du Wichser. Was? Ja. Wir brauchen die Dinger. Aus den Dingern kann man dann auch diese Vertical-Dinger machen. Ich weiß noch nicht mehr wie. Drei Stück, genau. Das heißt, da haben wir auch. Dann brauchen wir auf jeden Fall so eine Art Button, Schalter, irgendwie was. Mese, Konst. Da hatte ich ja diese Dinger genommen hier unten. Die Dinger. Da brauchen wir aber Stahl für. Gut. Also es ist tatsächlich gar nicht so teuer. Das geht sogar. Das eigentliche Problem ist, wir brauchen halt unendlich scheiße viel Stein. Wir brauchen richtig fucking viel scheiße Stein. Das heißt, ich werde mal vielleicht doch nochmal einfach alle Öfen vollknallen mit Stone, damit wir daraus richtig schön Clean Stone farmen können. Dann brauche ich auch genug Blätter. Okay, komm, komm, bevor wir hier lange rumlabern und überhaupt zu gar nichts mehr kommen. Ich mache mal hier ein bisschen mein Inventar frei. So ungefähr. Dann klatsche ich mir mal ganz viele Blätter. Haben wir noch normal? Also Scheißblätter? Nee. Was ist überhaupt drin gerade aktuell? Gar nichts. Ah. Oh. Da ist ja noch ein bisschen Obsidian drin gewesen. So, erstmal hier Bilanz ziehen, was überhaupt alles drin ist. Oh, manche Öfen sind sogar noch voll. Sehr schön. Wow, ein so ein Fragmentding, ernsthaft? Sorry, Dude. Aber du bist mir scheißegal. Hä? Wait a second. Oh. Wait a second. Ah, du kannst da drinnen bleiben. Wobei, nein, eigentlich auch nicht. Ach, weil ich hier die Platten drin habe. Deswegen habe ich die anderen da auch reingepackt. Na gut, jetzt machen wir die aber hier rein. Because da haben wir schon welche. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hey, warum ist hier Schokolade drin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Du kommst da rein. Dankeschön. Ist da noch irgendwas drin, was hier nicht reingehört? Zum Beispiel das. Oder auch. Kennt man ja vielleicht. Ja, komm, die beiden kommen ja eigentlich genau genommen auch nicht mit rein. Das sind ja ganze Blöcke. Und ganze Blöcke kommen in die Kiste rechts daneben. Links daneben. Da rein. Von daher weg, weg, weg. So. Die Scheiße kommt mal hier rein. Danke, danke.
Danke. Mein komisches Dingsterbumster kann damit rein. So, genauso können die beide hier mit rein. So, und jetzt gucken wir mal, was wir hier an Blättern noch da haben. Gar nicht mehr so viel. Okay, dann packe ich dich mal raus. Du kommst dafür rein. Du kommst auch raus. Und dann brauchen wir noch 3 Stacks mit ja, den restlichen Blättern halt. Also dich, dich und dich. Ein 98er Stack. Ernsthaft jetzt? Das kann doch nur ein schlechter Witz sein. Ah. Ist halt so. Okay. So, dann kommst du nach da. Du nach da. Du nach da. Eigentlich hätte ich schon mal längst unten in den Ofen reintun können. Solange wir hier rumquatschen. Rinder mit dir. So, jetzt kommt in den anderen Öfen noch was rein. Einmal nach da. Einmal nach da. Und einmal nach da. Und jetzt holen wir ganz viele Stacks. Also, naja, ich sag mal 12 Stacks vielleicht. Oder vielleicht doch nur 6. Cobblestone. Because wir brauchen es. Und zwar ganz dringend. Na gut, ganz dringend nicht. Das, was wir jetzt derzeit haben, ich weiß nicht, könnte sogar ein bisschen reichen noch, aber... Alter, wie viele Steine haben wir bitte? Über 10.000. Wollt ihr mich verarschen? Ist ja schon ein bisschen kriminell hier, ne? So ein bisschen kriminelle Energie spüre ich hier schon. Nee, ich pack dich mal tatsächlich rein, so. Okay, jetzt brauchen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt das? Lalalala, ja. Okay. So, da haben wir nochmal ordentlich Steine. Das gefällt der Mafia ganz gut. Dann können die wieder ein paar Leute ertränken. Oder auf gut Deutsch nass machen. In vielerlei Hinsicht. So, du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein, da rein. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. So. Boink. Einfach mal gekonnt über die Kiste rüber gesprungen. Okay. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Cleanstone in der Arbeit. Dann, weg damit dir. So, jetzt überlegen wir mal, was wir jetzt noch brauchen. Wir brauchen Schalter. Da brauchen wir Stahlbarren für. Zum Glück haben wir von nichts so viel wie von Stahl. Das beruhigt mich ein bisschen. Mann, wo ist ein Stahl da? Ernsthaft? Eine übrig? Egal, her damit. So, dann brauchen wir... Was brauchen wir noch für einen Schalter? Schalter war Clean Ad Hoc Cobblestone, ne? Ja, Cobblestone. Genau, dann haben wir alles. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Mesa. Das wird vorne und hinten nicht reichen. Wie viel Mesa haben wir derzeit? Naja, ich sag mal so. Doch, 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 das können wir. Da können wir ruhig ein bisschen was von opfern. Dann schmeiße ich tatsächlich das lieber hier rein. Du raus. Du halt nein. Mesa war so ein Fragment, ne? Ah. Doch ein ganzer Kristall. Achso, okay, genau, doch. Man kann auch ganze Kristalle und dann kriegt man gleich 18 davon. Okay, dann renn er mit dir. Ich mach mal lieber erstmal eine Schadensbegrenzung hier, so ungefähr. Man, nicht gleich übertreiben. Okay, gut. Wir brauchen Schalter. Wir haben... Eieieiei, wait a second. Also wir haben 12 bewohnte Zimmer. Wir brauchen also alleine dafür schon mal 12 Schalter. Die Sache ist jetzt, wollen wir in den Innenräumen, also im Flur und so, auch noch Licht machen? Oder wollen wir sagen, nee, das Licht, was quasi im Innenhof ist, das leuchtet einfach dauerhaft. Weil das wäre für Hotels gar nicht so untypisch. Das würde auch uns ein bisschen Arbeit erleichtern. Vor allem wüsste ich auch gar nicht, wie wir von ganz unten nach ganz oben bis wir dann die ganze Verkabelung hinbekommen. Und das wird ein bisschen tricky.
Nee, okay, lassen wir. Also wir machen nur in den Wohnräumen machen wir schaltbares Licht. Dann brauchen wir also bloß auch für da die Schalter. Das heißt folgendes. So. Und so. Okay. Und jetzt brauchen wir noch die Lampen. Die Dinger. Weißer Farbstoff. Haben wir welchen? Ja, ne? Weißen Farbstoff. Wo war denn der Farbstoff nochmal? Ach, hier unten. Ah ja, aber massig von. Da haben wir ja massig von. Okay, und wir brauchen Fackeln. Fackeln haben wir bloß noch 8. Warte mal kurz, wie viel bekommt man denn jeweils? Eine! Oha! Eine gerade mal. Das ist immer ein bisschen wenig. Wir brauchen ja pro Zimmer... doch, da würde ich schon 4 pro Zimmer nehmen. Weniger ist dann auch blöd. Sieht halt optisch kacke aus. Okay, das heißt, wir brauchen 4 mal 12. Es ist ein bisschen viel. 48. Eieieiei. Aber wir brauchen ja auch allgemein als von dem originalen Mese, also von diesen Dingern hier, brauchen wir jetzt sogar noch mehr. Ah, von daher, was soll's. Gut, dann brauchen wir noch ein paar Fackeln. Und zwar 40 Stück, um genau zu sein. Kohle haben wir nicht mehr. Kohle habe ich weggepackt. Intelligent, wie ich war. Da alles, ja, hat gut funktioniert. Hä, warum hat er das nicht gemacht? Ist ein Hurensohn? Ach so, ja, okay, wow. Weil das erste Rezept, nein, das erste Rezept war das mit diesem, hier mit dem Holzkohle, genau. Und weil ich aber normale Kohle hätte, hätte ich so klicken und dann hätte es auch funktioniert. Ja. Na, manchmal muss man ein bisschen denken, wie das Spiel denkt, also gar nicht. Wow. So, weg. Und dann haben wir es soweit. Also die Fackeln haben wir schon zumindest schon mal. Ach, da reicht der Farbstoff aber nie im Leben. Alter, da brauchen wir ja 120, 130, 144 weiße Farbstoff. Das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen sehr viel. Wie kriegt man den weißen Farbstoff? Was? Hä? Also einmal kriegst du ein. Einmal kriegst du 4, dann kriegst du nochmal 4, dann kriegst du nochmal 4. Aber so wie ich mein Glück kenne, kriegen wir garantiert das Rezept, wo wir nur 1 bekommen. Wetten? Haben wir überhaupt noch weiße Blumen? Nee, ne? Wir haben gar keine weißen Blumen. Ja, doch, eine haben wir noch. Wow. Schlacht mich tot, ich bin ein Adler. Ja, nee, doch, wir bekommen 4. Digga, das muss doch noch anders gehen. Weißer Farbstoff? War das denn irgendwie mit Knochen oder so ein Scheiß? Gott, wo wird weiße Blumen, Alter? Benjamin Blümchen-Time oder was? Ah, gut. Ach komm, ey. Lass mich rein. Ich bin Arzt. So, die lassen wir mal hier stehen. Damit wir noch ein bisschen was zum Verteilen haben, also damit ich später wieder ausbreiten kann. Wenn wir hier alles klauen, dann wird es irgendwann ganz schön kahl. Muss ich wieder raus. Ein Schmetterling. So. Ja, ich weiß, da vorne war auch noch eine weiße Blume, die habe ich auch gerade noch so im Augenwinkel gesehen, aber. Wie gesagt, ich versuche nur da weiße Blumen zu klauen, wo mehrere sind. Denn nur da, wo wir weiße Blumen übrig lassen, können sie später auch wieder ausbreiten. Wenn ich irgendwo einfach alle klaue, dann wird es da kahl. Tja, weiße Blumen. Huh. Warum ist der Scheiß so teuer, Alter?
Warum braucht man dreimal Farbe für eine Lampe? Das ist ganz schön teuer. Finde ich jetzt nicht so schön. Finde ich voll nicht in Ordnung. Gibt es überhaupt weiße Blumen? Ist ja alles nur blau. Ihr wollt mich doch kanickeln. Denn da hinten sind auch bloß blaue Blumen. Scheiß die Wand an, fick die Henne. Wir brauchen mehr blaue Blumen. Weiße Blumen. Die Nahrung geht uns auch bald aus. Also, das, was wir dabei haben. Die Nahrung ausgeht. Der war gut. Aber wenigstens haben wir wieder einen Grund, ein bisschen rumzulaufen. Ist ja auch mal was Feines, ne? So ein bisschen rumlaufen, ein paar Blumen sammeln. Sowieso das Schönste, was man machen kann, einfach rumlaufen und Blumen sammeln. Wow. Ist so richtig so, weiß nicht. Keine Ahnung. Kann man eigentlich aus den Dingern weiße Blumen machen? Nee, ne? Garantiert nicht. Ich probier's mal. Nee, nichts kann man. Weiße Blumen kann man aus nichts gewinnen. Schade. Ich dachte, man braucht einfach nur eine Druckerplatte und dann weiß, ein bisschen weiße Farbe. Man kann dann aus einer weißen Farbe und Blatt Papier dann Blume machen. Ah, da hinten kommen wir nicht mehr hoch, oder? Kommen wir da hoch? Ne, kommen wir nicht hoch. Das ist scheiße. Hat keiner gesehen. Oh, Ronny, du machst die Umwelt kaputt. Bin gestorben. So, über diesen Hügel musst du gehen. Diesen Hügel Jahre überstehen. Oder so ähnlich. Oh, was ist denn hier los? Dachte gerade, der hat die Welt noch nicht gelernt. Ah, ist das Chili? Ist das Chili? Das ist doch Chili. Ist das? Nein, nicht runterfallen. Ist das doch Chili, oder? Momentchen mal. Ah, nee, eben Chili haben wir doch schon, oder? Egal, sicherheitshalber nehme ich das mal mit. Ich pack das am besten gleich mal hier rein. So. Doch, Chili haben wir schon. Was war denn das, was ich noch haben wollte? War das überhaupt irgendwas? Nee, ne? Keine Ahnung. So, doch, man kann mich. Hä? War hier hinten nicht eine Landschaft? War hier hinten nicht das, wo ich anfangs die Ananas gesucht habe? Oder war das da? Nein! Danke. So. The question is, kann ich hier rüber hüpfen? Nee, hier geht gar nicht rüber. Fuck. Ist es hier tief? Ja, ist tief. Hoffentlich geht es hinten hoch. Also ganz hoch. Wir brauchen weiße Blumen. Und zwar ganz viele. Wir haben 67 weiße Farbe, das heißt bei 144 brauchen wir noch knapp 80 mal weiße Farbe. Und wenn man aus einer Blume vier Farbe bekommt, heißt das, wir brauchen, naja, 20 weiße Blumen. Klingt jetzt eigentlich gar nicht mal so viel, das klingt sogar relativ machbar. Wir müssen halt nur erstmal die weißen Blumen finden. Weil wenn wir ein Gebiet finden, wo es weiße Blumen gibt, dann kriegen wir auch locker 20 zusammen. Das ist kein Problem. Aber eben... Meistens gibt es die Blumen, die man sucht, nirgendwo. Es gibt allgemein Sachen, die man sucht, nirgendwo. Egal, was man sucht. Selbst wenn du Erde suchst oder Stein, wenn du Stein suchst, findest du es nicht. Da kannst du nach unten graben, wie du möchtest. Da kommt dann irgendwelche Sachen wie Wolle oder, ich weiß nicht, irgendwelche vergrabenen Diamantblöcke, die keine Sau braucht. Das ist alles nur Tarnung, da gibt es gar keinen Stein. Okay, genug geschwafelt. Sieht ja auch geil aus. Schöne Optik. So, da oben kommt wieder ein blumiges Gefilde. Aber alles nur dunkellilane Dinger. Oder diese schwarzen Dinger. Die ergeben, glaube ich. Also, die Blumen sind zwar dunkellila, aber die ergeben, glaube ich, schwarze Farbe.
wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Schwarze Tulpe, ganz genau. Tja, nur leider ist schwarz das genaue Gegenteil von dem, was wir suchen. Und da zwischen schwarz und weiß ein Jahrhunderte, Quatsch, ein Jahrtausend Jahre langer anwährender Krieg ist, wird man weiße Blumen garantiert nicht da finden, wo die schwarzen Blumen sind. Wollt ihr mich verarschen? Yay, wir haben weiße Blumen gefunden! Woo! Gut, sieht das hier nicht so aus, als wenn es hier massig... Alter, sogar direkt daneben! Sieht das hier nicht so aus, als wenn es hier massig davon geben würde. Oder uns ist einer gestorben. Hä? Bin ich gerade blind oder blöd oder beides? Ah, okay. Der Grasblock sah gerade aus dem Augenwinkel so aus wie dieser komische schwarze Block, wenn da jemand gestorben ist. Ach, guck mal, da hinten gibt es weiße Blumen. Sogar mannigfaltiger. Gut, dann lasse ich die hier oben mal hier oben stehen, damit die sich hier weiter ausbreiten können. Und... ja, die auch. Hier in dem Bereich sind da nicht so viele. Aber da unten sollte sind mehrere. Da können wir auch ein paar mitnehmen. Ich glaube, wir nehmen einfach mal die drei, die hier sind, direkt mit. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Hallo? Danke. Da können sich die da ist und die da ist, die können sich noch weiter ausbreiten. Da. Und wir gehen jetzt da hoch, weil da oben scheint es noch mehr Blumen zu geben. Und ein Gummibaum. Ja, leck mich doch am Arsch. Ah. Ach, dieser Hurensohn lässt jetzt nicht vorbei, oder was? Arsch auf Eimer. Was? Ah, lila Blumen. Kommt man da überhaupt rauf drauf? Ah, ich will da oben rauf. Ab ins Wasser. Platsch. Schwimmen! 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 Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal Vollenpause. Und dann klettern wir da hoch und gucken mal, ob wir zu den weißen Blumen kommen. Die sieht ja relativ gut aus. Denke ich mal. Gut, in dem Sinne, schau mit V. Man sieht sich.